ich euch alle herzlich willkommen heißen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem morgigen Heimspiel gegen den Bonner SC um 19.30 Uhr hier im Stadion Essen. Organisatorisch gibt es eigentlich keine großen Besonderheiten. Wir rechnen morgen mit etwa 11.000 Zuschauern, freuen uns auf das nächste Flutlichtspiel und ja, für die Gästefans oder beziehungsweise für die Fans, die morgen im Stadion sind, vielleicht noch eine Info, dass der Gästebereich morgen geöffnet ist und dementsprechend eben der Stadionumlauf geschlossen. Ja, das mal wieder zum Rahmen und wir kommen zu den verletzten Spielern, beziehungsweise ja, hoffentlich nicht so vielen verletzten Spielern. Wie schaut es da aus? Ja, zunächst mal Lominander, er stellt mir die Frage immer wieder, aber sie sind Gott sei Dank nicht mehr geworden, alles beim Alten. Cedric Harenbrock sieht gut aus, der ist gut im Aufbautraining, das Knie entwickelt sich sehr gut. Das kann ich nicht vorhersagen, wir haben ihn immer mal schon mal hier und da mal bei einer Passübung mit drin. Aber wie lange das am Ende des Tages dauert, da werden wir auf alle Fälle vorsichtig vorgehen, weil wir auch wissen, dass das zweimal die Verletzung ist und man da nicht unterschätzen darf, dass das auch für den Kopf nie ganz so einfach ist. Also da werden wir ihm die Zeit geben, um die Stabilität und die Sicherheit in sein Knie wiederzufinden. Aber der absolviert das Programm? Bei uns im Mannschaftstraining, nein. Der trainiert mit unserem Reha-Trainer, wobei das von den Belastungen natürlich auch enorm ist. Und macht dann immer wieder mal Teile mit, aber momentan nur die Teile, die ohne gegnerische Einwirkung sind. Ja, weitere Fragen von euch? Nein, wobei man da trotzdem auch sagen muss, der Philipp hat hier wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Gestern. Ja. Weitere Fragen? Ich kann nur bewerten, was die Spiele gezeigt haben. Und da war es eine Mannschaft gewesen, die beim Abschluss des Gegners vorne zugestellt hat. Wenn das Spiel aber dann, wenn der Ball im Spiel drin war, was meistens oder nicht meistens, aber oft eine Mannschaft, die den Gegner Höhe Mittellinie ein bisschen weiter vorne erwartet hat. Jetzt wissen wir ja auch, wenn eine Mannschaft dann mal in den letzten Wochen nicht ganz so viele Punkte gesammelt hat, dass man sich dann auch oftmals da oder dass man dann auch erwarten kann, dass wenn es gegen eine Mannschaft oben kommt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr in die Sicherheit gehen, den Gegner etwas tiefer warten, um die Räume enger zu gestalten. Ich weiß jetzt nicht, wie es vorher läuft. Sie kennen mich aber, wenn uns der Gegner anläuft, finde ich schön. Das gibt natürlich für beide Teams einen anderen Spielraum. Man hat ja auch das in Lippstadt gesehen. Dann gibt es schon andere Möglichkeiten, auch für Tempo-Gegenstößen. Aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass wir auf einen Gegner treffen, der aus einer kompakten Defensive nach vorne aufs Umschaltspiel geht. Ja, die Gefahren sind in der Tat darin, dass sie wirklich schnelle Umschaltspiele haben, dass man da wirklich auf der Hut sein muss, auf beiden Außen mit schnellen Spielern vorne besetzt, vorne drin mit einem spielstarken jungen Mann, also die auch hinten sehr kompakt stehen. Also wir wissen, dass wir, wie in jedem Spiel, dass, jetzt müssen Sie auch sehen, die hatten jetzt eine Heimniederlage, aber jetzt kommen sie nach Essen, eigentlich für einen Gegner gar nicht so eine schlechte Ausgangslage, weil dann normalerweise hast du ja einen Erwartungsdruck im nächsten Spiel, hier weiß man aber auch, da hast du jetzt nichts zu verlieren. Deswegen glaube ich, dass wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen, der hier alles in die Waagschale legt und der uns wieder alles abverlangen wird. Angesichts des Erfolges, müssen Sie da Ihre Jungs eher mal bremsen oder eher mal auch vielleicht auffordern, dass Sie sich vielleicht in eine gewisse Komfortzone begeben haben? Also ich weiß, dass der Grat schmal ist. Weil es reichen ja immer nur ein paar Prozentpunkte. Und wenn das Ganze dann, wenn du mit Elfen rausläufst, mal Elf geben würde, hätte das schon Auswirkungen auf ein Spiel und nicht so kleine Auswirkungen. Momentan haben wir nicht diese Anzeichen. Im Training ist eine hohe Fokussierung. Es ist nach wie vor, man merkt auch, es ist so der Kampf um die Nominierungs- und Kaderplätze. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich auch wirklich mehrere Positionen sehr eng beieinander haben,
wo du einfach auch mal in eine andere Richtung entscheiden kannst, wo es vielleicht nicht jeder direkt erwarten würde aufgrund der Wochen insgesamt. Aber haben wir eben uns immer gesagt, dass wir über einen längeren Zeitraum benötigen, um die Dinge, die wir möchten, hereinzubekommen. Und wir halt auch im Training dann verschiedene Trainingsbereiche haben. Und da zählt der ein Bereich nach wie vor für uns, dass wir uns auch, und das wissen wir, das ist ein sehr schwieriger Bereich, gerade das Spiel mit dem Ball, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist. Und wenn Sie das Spiel von der letzten Woche gesehen haben, dann können Sie sich vorstellen, dass wir uns alle geärgert haben, dass wir 2 Gegentore bekommen haben. Also haben wir da genügend Bedarf, um es zu verbessern. Wie hat Marcel Platzek die Nicht-Nominierung letzte Woche verkraftet? Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals im Essen gewesen ist, dass ein fitter Marcel Platzek nicht im Kader war. Also Marcel hat sich sehr vorbildlich verhalten. Natürlich ist klar, dass er enttäuscht war, aber alleine schon, wir trainieren ja dann auch noch an dem Tag, wo wir die Kadernominierung bekannt geben, trainieren ja dann die Spieler, die nicht mit dabei sind, noch mal weiter und intensiver, dass wir sie auf dem Leistungslevel halten. Und da war es schon bemerkenswert, wie er sich reingehangen hat, wie er auch da gut trainiert hat und wie er sich insgesamt als Typ, als Mensch einbringt, wie er zur Mannschaft geht, wie er die Spieler unterstützt. Also absoluter Teamplayer. Und ich weiß auch, dass das sehr unangenehm und hart ist für einen Spieler. Aber wir haben halt hier wirklich eine Position, wo wir sehr gut besetzt sind und wo es dann wirklich auch mal immer mal eintreffen kann, wo du sagst, in einer anderen Mannschaft wäre das ein Spieler, der drin wäre im Kader. Weitere Fragen von euch? Gibt es nicht? Ihr wisst alles, was ihr wissen wolltet. Gut, dann danke ich euch fürs Kommen und bis morgen hier zum Spiel.